Und hallo, 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 willkommen, willkommen. Sechster Teil. Mit dem Mann, der nichts kann. Mr. Nichtsnutz. Wobei mittlerweile kann er sogar ein bisschen was. Fast. Bogen schießen. Habe ich gerade eben mal geguckt. Bin ich mittlerweile bei 95%. Das heißt, noch 1, 2, 3 Pfeile abschießen. Dann habe ich hier den ersten Skill im Bogenschießen geschafft. Hier liegt mein Speer noch. Ich habe gerade eben mal kurz für 10 Minuten ausgemacht. Habe jetzt 22:18 am Donnerstagabend. Donnerstag, 22.8. Das heißt, ihr seht dieses Video hier wahrscheinlich erst nach Freitag. Freitag, wenn wieder ein Update-Patch kam, ist das hier in dem Video jetzt natürlich noch nicht drinne. Wollte wahrscheinlich erst Montag zu sehen sein. Ich habe gerade eben aber noch mal kurz einen Tipp bekommen, dass in der Polizeistation oder vor der Polizeistation, an der Polizeistation auch noch zwei Spendenkisten stehen sollen. Da will ich doch mal schnell noch einen Blick rein. War da, hier, guck mal, da hat auch jemand zwei Kisten hingestellt. Zimmer frei mit einem Smiley dran. Schön. Oh, ja gut, Tech 9 haben wir ja. Ganz viel Futter, ganz viel zu essen. Bisschen Schrott und Radio. Wollte ich jetzt nicht ein Radio mitnehmen. So. Oh. MP5 Suppressor und eine MP5, aber da war. Oh! Hunter, 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 schön, 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 schön. M9 Magazine. M9 habe ich ja eben hinten in die Spendenkiste gesteckt, aber hier ist noch Munition. 3, 5, 7 und 50. Würde ich mir gerne. Also ich bin ja nicht. Ich bin nicht so gierig. Bin ich nicht gierig. Das sind 20 Schuss, das sind 20. Ich nehme lediglich mal 20 Schuss. AK. Jetzt sag mir nicht, dass da irgendwo auch noch. Also ich das geil. Warte mal, nein, ich kann es doch, nein, ich mach doch, ich bin jetzt hier. Kann ich mein Zeug doch auch noch ein bisschen hier spenden? Hier habe ich doch ein SWD-Scope. SWD spiele ich ja eh nie oder ja, seltenst. Sniper zwar auch gern, aber nicht mit der SWD, die können wir da reinpacken. Ich hatte auch SWD-Munition gehabt, ne? Genau, das als Wiedergutmachung quasi kann ich auch mal was spenden. Schraubendreher. Ich bin kein Schlosserknacker, tun wir auch da rein. Wie solche Knochennadeln, die können wir so mal komplett wegschmeißen. Schön, wie soll ich zwei Scheren? Egal. Kann man erstmal mitnehmen. Das AKS-Magazin brauche ich nicht. Dann haben wir hier Kaliber 50. Habe ich jetzt. Waren die. Nur die zwei Schuss noch, ne? Jetzt bin ich schon wieder selber durcheinander. Die 357 habe ich kein Magazin, ne? 357 habe ich kein Magazin. Die 50 habe ich ein Magazin. Genau, das Artikel 50 habe ich ein Magazin. Jetzt habe ich hier insgesamt 46, 49 Schuss noch für die Hunter. Das ist schön. Da die 2 Schuss. Kaliber 50. Hier sind 357, 20 Schuss. Hier sind 3 Schuss. Würde ich sagen, verleibe ich mir die 3 Schuss auch noch ein. Habe ich noch 5 Schuss. Und die 357. Ja, nehme ich auch gerne mit. So, habe ich zumindest ein bisschen was, um mich zu wehren. AKSU, guck mal hier, AKSU-Munition und ein Magazin ist ja auch ganz nett. Kommt damit die 10 Schuss auch noch. Ja, ne, so. Zwei Pistolen. Ich habe aber so viel. Ja, ne, ne. Das nehmen wir mal so. Machen wir mal so. Weil ich wollte doch jetzt, wo wollte ich denn jetzt hingelaufen sein? Ich wollte Richtung Süden auf jeden Fall noch ein bisschen mich umgucken. Nicht zum Bunker, aber mal Richtung Süden ein wenig orientieren. Da gibt es ja noch ein paar kleine Städtchen, die man vielleicht looten kann. Da mal Richtung Fish Factory gehen. Mal gucken, was wir da noch alles Schönes finden. Also einfach mal straight ahead, Straße entlang. Wie sieht's mit Essen aus? Ja, ich habe mich schon die ganze Zeit immer gefragt, warum ich eigentlich diese blöde Tierhaut mit mir rumschleppe. Ich wollte mir doch einen Köcher gebaut haben, diesen Animal Skin Quiver. Hat sich ja erledigt. Ich habe ja schon mittlerweile den Militärköcher gefunden. Ist die Frage, muss ich die überhaupt noch weiter rumschleppen? Weil was ich auch immer gerne gebaut habe, war ja die Tierfelljacke. Die kann ich aber zurzeit noch gar nicht bauen.
Und ich habe ja da auch schon die dicke Weste gefunden. Also eigentlich kann ich die Tierhaut entsorgen. Oh nein, ein Werkzeugkasten. Da ist mal. Tauschen wir. Warte mal, machen wir doch auch so schön. Immer noch auch hinten in die. Ein Radio. Jetzt finde ich selber ein Radio. Wollen wir Musik im Hintergrund haben? Ich pack's mal ein, ich mach's mal an. Leise machen, leise machen, leise machen. Lass mal. Das ist so zu leise jetzt, ne? Ich finde da manche Songs, die da laufen, gar nicht so schlecht. Lass mal schön. Musik in Autobatterie kann man in Bleiplatten zerhacken. Brauche ich aber nicht. Ich kann es jetzt aber auch nicht tragen und hinten in die Spendenkiste stecken. Machen wir Bleiplatten draus. Mit dem Koffer in der Hand drauf rumhauen. Boah! Jetzt kommen da fünf Bleiplatten raus. Jetzt können wir erstmal schon Inventar damit zubollern. Ja, lass ich so. Warte mal, nein, das Aloe Vera kann ich doch bestimmt. Woanders noch unterbringen, ne? Kann ich irgendwas Leichtes, tun wir das hier raus, das da rein. So, genau. Dann kann ich wenigstens auch mal einen Beitrag dazu leisten, für die Spendenkiste. Jemand anders freut sich bestimmt drüber. Ich bin ja noch sehr weit davon entfernt, irgendwann mal selber Munition bauen zu können. Jetzt hier mit eine. Wir haben hier selber aufgelegten Handicaps. Kein Survival Skill. Das muss die zweite Schere dran glauben. Kein Survival Skill heißt keine Munition bauen. Deshalb nehme ich gerne das, was in den Spendenkisten liegt. Vielleicht wird es ja auch der eine oder andere, dass ich keine Munition bauen kann. Und macht aus mit dem Kram, den ich jetzt in die Kisten lege, irgendwann mal Munition, die ich brauchen kann. Hust, hust. Ich habe gar nicht in die zweite Kiste geschaut, gerade ich Idiot, ne? Bei der Polizei. Oh. Lauf voll über zurück. Ich glaube, Musik ist etwas zu laut, ne? Ja gut, bis ich Kommentare von diesem Video hier lese, die vielleicht auch noch einige Zeit entstanden. Aber könnt ihr schreiben, ob die Musik gefällt oder ob ich es auslassen soll. Ach, da klar habe ich da eben reingeguckt. Ah ja, natürlich hast du eben reingeguckt. So, jetzt lasse ich die 20er Werkzeugkiste hier, nehme die 43er mit. Ich kann natürlich auch immer ein bisschen Werkzeug gebrauchen. Gehen wir das da rein, das da rein, das da rein. Fünf Bleiplatten waren es eben gewesen. Ich will natürlich jetzt hier nicht unnötig Bleiplatten mit mir durch die Gegend schleppen. Genau wie ein vollgeladenes AK-Magazin. AK ist ja eigentlich meine Lieblingswaffe. Also wenn ich eine AK finde, hätte ich natürlich... Nee, das behalte ich im Inventar. Da bin ich jetzt... Das behalte ich im Inventar. Aloe Vera, keine Ahnung, kann man halt als Verbandszeug benutzen. Schleppe ich mal mit mir rum. Im Zweifelsfall kann man das auch immer noch wegschmeißen. Zucker und Schokolade ist natürlich, das müssen wir auch behalten. Keine Ahnung, ich packe die Tierhaut mal da rein. Wenn ich sie brauche, weiß ich ja, wo ich sie finde. Oder jemand holt sich in der Zwischenzeit da raus. Die ganzen 10 Gramm Dinge. Ich muss eigentlich die schweren Sachen gucken, wenn ich die schweren Sachen alle im Rucksack trage. Egal, so, gehen wir erstmal Richtung Süden, wollte ich gehen, ne? Jetzt haben wir schon wieder 8 Minuten verplempert hier und ist noch gar nichts passiert. Ich meine, ne, wie gesagt, es sind keine Action-Videos, die ich hier mache, ich schneide nichts zurecht. So wie ich es aufnehme, lade ich es hoch. Keine Guide-Videos, sind einfach nur schlichtes Gameplay von mir. Wie kann ich mich jetzt hier aufzulooten? Garagen hören alle zu. Oh, verschlossen. Hier wohnt wohl jemand. Hier ist ein Auto drin. Guckst du mal. Da ist ein Auto drin. Und ein paar... Oh, schöne Kisten. Aber hier darf nicht geknackt werden. Hier darf nicht geknackt werden. Hier darf nicht geknackt werden. Lass ich auch sein. Ich kann es ja ohnehin nicht. Ja, Ego-Perspektive aus, bitte. Ja, du musst pinkeln. Deshalb bist du doch gerade aufs Dach gegangen. Hier wohnt jemand in der Garage.
Hat auch vorschriftsmäßig die Türen verschlossen. Weil man weiß ja nie, ob jemand auf dem Server hier spielt, der die Regeln gar nicht kennt. Gut, wenn ich jetzt natürlich hier in dem PvE-Gebiet erschossen werden sollte, klar, melde ich mich bei den Admins und sage immer, jöp, der hat mich da B1 erschossen. Wird mit dem Spieler da mal Kontakt aufgenommen. Ob ich mal Zeug wieder kriege, weiß ich gar nicht. Ob die Admins da auch was. Oh. Weil es ist halt ein Free-for-All-Server, also kein Whitelist-Server, hier kann jeder mitspielen und wer halt hier auf dem Server joint, um wissentlich Krawall zu machen, also der die Regeln kennt und sich trotzdem nicht dran hält und die Leute hier wegmacht. Für den Fall gibt es ja noch die Blacklist. Aber es kann ja trotzdem mal vorkommen, dass jemand hier anfängt, sieht dann, oh, hier schöner Server, ein paar Leute drauf, will ich auch spielen. Kennt die Regeln aber nicht. Jo, dann wird doch mal hier eine Bude geknackt. Soll ich denn jetzt mal die Hunter aus? Nee, ich verballer jetzt hier nicht auf unnötig Munition. Da laufen zwei Zombies im Maisfeld rum. Apropos Zombies im Maisfeld. Ich sollte vielleicht noch einen Maiskolben für Wegzehrung mitnehmen, ne? Da. Oder zwei, wenn ich noch einen zweiten finde. Natürlich nicht zu nah an die Zombies laufen, Jimmy. Na? Ja. Ne, komm. Nicht noch näher ran. Oh, aber zumindest ein Maiskolben als Wegzehrer dabei. Das ist schon das dritte Maisfeld, was hier um die Stadt steht, ne? Ich kam doch eben von oben von der gelben Straße. Waren zwei Maisfelder, hier ist noch ein Maisfeld. Ich glaube, das könnte echt eine Stadt sein, die mir gefällt oder wo es mir gefallen würde zu wohnen. Wollte ich jetzt die weiße Straße entlang laufen? Ich weiß es gar nicht. Ich laufe mal auf Automodus, guck mal auf meine schlaue App. Die weiße Straße will ich runterlaufen, genau. Da soll es dann da in dem. Die Straße so einen Knick macht, soll noch ein Spawnpunkt für Fahrzeuge sein. Ich gebe die Hoffnung ja nicht auf, wobei ich, wie gesagt, davon ausgehe, dass ich hier nicht noch ein Fahrzeug finden werde. Was sieht es eigentlich aus mit Gewicht? 45 Kilo, 46 Kilo. Das Einzige, was ich am Anfang darauf geachtet habe, dass der Charakter jetzt zumindest genug Stärke hat, genug Kraft hat, um viele Sachen tragen zu können. Und ich muss mir auch abgewöhnt, sämtlichen Rödel immer mitzuschleppen, ne? Noch, ja, Zucker haben wir noch, eine Gurke, den Schokoriegel. 6000 Kalorien, Tendenz fallend. Ich glaube, mit 6000 kommen wir, glaube ich, erstmal eine ganze Weile mit aus. Oder trotzdem noch die Augen nach Pilzen aufhalten. Ah, siehst du, da sind Häuschen. Da soll es ein Fahrzeug geben. Ob jetzt ein Quad, SUV oder Pickup, weiß ich nicht. Aber es kommt doch hier, ne? Message of the Day, Regelwerk und Infos und Discord unter bla 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 bla. Da kann man also jederzeit die Regeln schauen. Hier ist noch ein Maisfeld, also verhungern muss man hier eigentlich jetzt wirklich nicht mehr, ne? Maisfeld und dann steht auch noch ein Sonnenblumenfeld. Ja, wie nett ist das denn? Das ist eine Ecke der Karte hier, da habe ich mich noch nicht so oft rumgetrieben. Ich bin ja mehr so der C3-Mensch. C3, B3. Aber da ist es mir zu heiß. Da ist mitten im PvP-Gebiet. Da eine Basis zu bauen, weiß ich nicht. Vielleicht später mal. So, ich kann mich da bewegen beim Essen. Vielleicht später irgendwann mal, dass man dann noch eine Außenbasis oder Hauptbasis dann umziehen oder weiß ich was, im PvP-Gebiet dann auch mal was machen. Oh, Sonnenblumenkerne bringen die gut Energie. Oh, Tendenz leicht steigend, wenn ich mich nicht bewege. Ja komm, reicht. Chemie reicht. Mal weiterlaufen. Leute wollen was sehen. Du musst aber weiterkommen. Sprach er und lootete die nächste Sonnenblume.
essen und weiterlaufen. Ja, wenn ich es aber richtig sehe, ist da auch wieder nur ein Schrottauto, ne? Ach, guck mal hier, oder so ein bisschen außerhalb der Stadt. Wäre das Häuschen hier ja auch nicht verkehrt, ne? Da haben wir sogar Gurken im Garten. Okay, Gurken machen nicht wirklich satt, die machen den Bauch knallevoll durch ganz viel Wasser. Oh, Aktivkohle brauchen wir auch nicht. Oh, hier war auch jemand. Tür steht offen oder ist hier keine Tür drin? Doch, Tür steht offen. Ja. Also gut, was los hier auf dem Server? Gerade hier, warum ist die Tür nicht offen? Bestimmt durchs Fenster eingestiegen, ne? Ja, oder wollen wir hier wohnen? Punkte hätte ich. Könnte ich die beiden Türen claimen. Dann müsste ich aber die Fenster vernageln, ne? Das sind zwei Eingangstüren. Für so ein kleines Haus eigentlich auch schon zu viel. Das muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Oh. Dann könnte man hier das Räumchen dann. Hier, wenn man hier rein will, muss man ja durch eine der beiden Türen rein. Wobei, wie gesagt, das Haus hier darf eigentlich nicht geknackt werden. Aber man weiß es ja nie. Ist auch die Frage, ob man im PvE-Gebiet. Goldene Schlösser setzen. Entschuldigung, ich habe gerade den Satz da gelesen, den ich hätte dran. Foundation auf höhere Gebiete bauen. Das Problem habe ich auch schon gehabt. Ja, und hier wäre ein Spawnpunkt für ein Auto, oder? Ist da wieder ein Busch, ein Tier? So ein Tier, ne? Oh, mein erster Schuss, mein erster Schuss. Yeah. Erster Schuss aus einer Schusswaffe. Bis wir gleich der zweite Schuss noch hinterher. Was war's denn? Ein Wildschwein war es, ne? Warum habe ich das jetzt geschossen? Ich bin doch noch eigentlich satt. Aber ich bin doch gerade eben hier über das Feld gelaufen und hier war nix. Bin ich kurz ins Haus, jetzt ist ein Wildschwein. Okay. Vielleicht ein paar Fleischreserven wieder auffüllen. Weil noch muss ich nichts essen. Irgendwann Magen wäre leer, ne? Aber machen wir jetzt. Kochen wir jetzt. Jetzt kochen wir uns noch schnell einen Fleischspieß. Da hinten ist noch ein Busch, ne? Genau. Hab ja gerade zufällig Streichhölzer gefunden und sogar eingesteckt. Feuer, da ist Feuer, Feuer. Herstellen, herstellen. Jetzt habe ich nichts, muss ich mir hier so ein Dings herstellen, ne? Ein Zunder. Das kann ich nicht, da brauche ich einen. Was brauche ich denn dafür? Kleiner Holzstock. Ach, jetzt habe ich kleinen Holzstock gerade. Ah, egal, machen wir hier aus. Große und kleine. Mit kleiner Holzstock habe ich doch jetzt hier. Ach doch, doch kann ich wohl herstellen. Ugh, verguckt. Ich dachte, wäre gerade gelb hinterlegt. Ja, wenn man doch immer so auf die Uhr schielt, dann merkt man doch erstmal, wie viel Zeit man verplempert mit nicht wirklich irgendwas Produktives tun. Ne? Schon wieder 20 Minuten Video gleich. Sinnlosen Wildschwein wieder geschossen. Aber ohne fürs Zunder herstellen, okay. Zack, da rein. Jawohl. Strahlschaus habe ich eben gefunden. Da. Feuer anzünden. Jawohl. Wie schnell das geht. Ja, sonst gewohnt das mit dem
Feuerbohrer zu machen. Dauert ja Ewigkeiten. 380 Punkte jetzt, okay. Wobei es auch noch nicht wirklich viel ist. Aber es trainiert halt die ganze Zeit Überleben, ja. Oh, ich hatte eben erhöhte Temperatur. Muss ich jetzt auch ein bisschen drauf achten, dass ich nachher irgendwann mal umfalle mit dem Hitzschlag. Radio, machen wir Radio ein bisschen lauter, ne? So, und dann noch das Beinchen zerteilen. Das ist ein Beinchen, genau. So, warte, ich habe jetzt zwei Schuss abgegeben mit Nahkampf, mit Schusswaffe, ne? Gewehr 11%. Okay, boah, 1000 Punkte für die zwei Schuss jetzt. Nice. Dass ich es gut getroffen habe. Jetzt habe ich kein Stöckchen hier, ne? Veralbern, ich hab mir gerade extra ein Stöckchen hier runtergezogen. Beimer Fleisch. Langer Holzstock. Oh, Chemie. Experte wieder am Werk hier. Und natürlich extra Fett dabei. Weiß gar nicht, kann man sich mit dem Ding ans Feuer stellen? Nö, boah. Warm, raw. Hot, raw. Ja, und es wirkt euch auch wieder langsam dunkel. Ab 23 Uhr wird es dunkel, jetzt gerade 22.40 Uhr. Dann kommen wir heute nicht mehr weit. Burning Raw. Burning Slightly Cooked. Burning ist natürlich nicht gut. Da geht die Haltbarkeit so schnell von runter. Ein Stückchen zurück. So. Oh, jetzt haben wir schon 56. Oh, Hot Cooked. Okay. Und oh, alles essen. Der hat wieder so viel flüssige Anteile. Das wird im Kochsystem, wie gesagt, da habe ich da nicht komplett hinterstiegen. So, packen wir noch ein bisschen Fleisch ein. Müssen wir zum nächsten Mal jedenfalls keine Gedanken machen über Energie. Wenn jetzt wieder der Fleischspieß verdaut wird, dann wird das wieder ins Unermessliche steigen. Oh, hier 3% meiner Energiegewinnung aus Alkohol, weil ich das Bier vorhin getrunken habe. Okay. 1, 2, 3. Tasche voll, wa? Irgendwas brutzelt. Irgendwas kocht. Das Stückchen da, ne? Check Taste. Burning Raw. Das brennt schon. Okay, da habe ich das so zerteilt, dass da auch. Check Taste. Hot Raw. Check Taste. Burning Raw. Da verbrennt es eben. Man kann ja auch das Fleisch kochen, indem man es einfach so auf den Boden legt. Neben das Feuer. Aber da gart es irgendwie nicht. Hot Raw, Burning Raw. Nicht Slightly Cooked oder sonst irgendein Kram. Warte mal, ich kann doch hier
Kann ich? Ne, kann ich nicht. Ich dachte, ich könnte den Wildschweinkopf bauen. Ja, soll ich wieder eine Ja, vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben. Soll ich mir wieder eine Ziegenmütze oder eine Wildschweinmütze irgendwann besorgen? Als mein Wiedererkennungsmarkenzeichen, was ich schon lange Zeit hatte. Nö, das bleibt einfach roh. Gut. Soll jetzt auch nicht das Problem sein. Feuer machen wir wieder kaputt, ne? Zerstören. Ich glaube, dann nenne ich die Folge auch der erste Schuss oder sowas, ne? Irgendwas Dramatisches, der erste Schuss. Und dann guckt man das Video und ist enttäuscht, dass der Chemie nur ein Wildschwein geschossen hat. Komm, wir stehen jetzt innerhalb von 5 Minuten nach unten auf die Kreuzung. Oh. Na, ja, da kommt rechts einer gelaufen, ne? Erschreckt hier. Boah, der war gut. Oh oh, jetzt ist immun alle, ne? Genau. Nachlade. Oh, und in welcher Geschwindigkeit er nachlädt. Oh, der ging ja voll daneben. Na, ja, kommt noch einer gelaufen. Nee. Jetzt ist doof. Muss mal wieder ein Ego wechseln und besser treffen, ne? Hey! Ich hab dir ins Gesicht geschossen. Kommt noch einer. Oh, hier will ich dann doch nicht wohnen, wa? Was macht er? Er ist im Boden versunken. Oh, der war vorbei. Ne, 407 Punkte. Oh, der war vorbei. 410 Punkte. 14 Punkte und zum Glück habe ich so viel Munition mitgenommen. Das Problem habe ich ja damals schon gehabt, als ich im Singleplayer, dass er den ersten Schuss abgefeuert hatte. Da kam ja auch eine ganze Armada an Zombies angerannt. Gut, wenn alleine hier auf dem kleinen Gehöft so viele Zombies rumrennen, will ich hier nicht wohnen. Wobei jetzt mal, wie viel hatte ich eben? 380 oder sowas, ne? So, 414 Punkte. Wie viel Munition habe ich denn jetzt noch? Nicht mehr so viel, ne? Ah, der hat Kippen, aber nicht genug. Ja, so viel dazu. Oh, verbinden müsste ich mich mal, wa? Dann werde ich jetzt die Aloe Vera mal los. Warum auch immer man damit seine Wunden versorgen kann. Und man kann es unendlich oft essen. Bringt zwar nichts, also keine Energie, kein Zucker, kein irgendwas. Oder mehr erschossen. Achso, wie viel hat das jetzt gebracht? Gewehre? Jetzt bin ich auf 38% hoch mit so ein paar Schuss abgefeuert hier. 90 Pfund Bogen. Ich kann den 80 Pfünder ja gerade so spannen. Dann lasse ich das mit den 90 Pfund mal. Sieht es ja aus wie ein Hühnerstall. Das hat auch schon einer reingeguckt, ne? Wollte unten auf die Ecke noch laufen, ne? Nee. Hab mich dann erschreckt, dass jemand hier ankam. Aber wo ist die Leiche hin? Verstehe ich jetzt nicht, wo die Leiche hin ist. Okay. Ich bin ja am Sprinten, ne? Die Aussage da runter wie die Hölle. Ja, Cargo Drop ist auch keiner da in der Nähe. Da hinten sieht man die Mauer. Das ist so krass, wie man auch hier gucken kann. Südlich, ich würde nach unten mal gucken. Ja. Hier aber nicht zum Bunker. Der Bunker wäre rechts. Ich will noch eine Weile überleben. Und wenn ich mal irgendwann in einen Bunker gehen sollte, werde ich mir vorher irgendwo eine Kiste bauen, mein ganzes gutes Hab und Gut da reinstecken. Und dann erst
mit dem Rucksack oder so in den Bunker laufen. Da, hier, da will ich mal gucken gehen. Aber glaube ich auch nur so ein Gehöft. Wieder gnadenlos überladen. Oh, 3 Kilo eingelagertes Fett. Ich weiß gar nicht, wie viel Fett ich angefangen habe. 49 Kilo Gepäck, ja, nicht viel ordentlich. Ja gut, das ist das ganze Fleisch, was ich immer eingesteckt habe, ne? 4 Kilo Fleisch oder so. Was wiegen die Maiskolben? 200 Gramm Liter. Lauf doch weiter. Ein guter Song ist jetzt nicht unbedingt der beste. Nee, also wäre auf jeden Fall schön, wenn ab und zu ein bisschen mehr in den Kommentaren unten los wäre. Wenn irgendwie Fragen oder Anregungen kommen, dass du auch während des Videos machen mal drauf eingehen kann oder sowas, dass ich hier auch ein bisschen was zum Erzählen habe. Weil gerade weiß ich nicht so recht, was ich erzählen soll. Es ist immer blöd, wenn man dann hier von A nach B läuft und es passiert nichts, was man irgendwie kommentieren könnte oder so. Eben kann man bei Folge 4, die ich vorhin hochgeladen habe, dass es wohl nicht so cool wäre mit den Videos, ich soll wieder mehr Livestreams machen. Aber es ist jetzt nicht einmal eine Woche vergangen, wo ich keinen Livestream gemacht habe. Und ich muss sagen, es geht mir besser, aber die Auszeit tut mir mal richtig gut. Mal schauen, wann mit der nächsten Küche vielleicht wieder Bock, ein bisschen mehr zu streamen auch wieder. Und jetzt gerade genieße ich das abends einfach noch für mich zu sitzen, ein bisschen zu daddeln. Ich habe auch noch ein anderes Spiel mal ausprobiert nebenbei. Demnächst mal schauen. Ab 3.9. gibt es für einen Monat dieses Uplay Plus kostenlos zum Testen. Da kann man ja auch irgendwie 100 Spiele oder hunderte von Spielen. Normalerweise gegen die monatliche Gebühr, aber da ist es dann wohl 4 Wochen kostenlos. Mal ausprobieren. Vielleicht hole ich mir das auch. Dann mal das ein oder andere neue Spiel mal andaddeln. Ich habe auch durch den Kauf meines PCs einen Gutschein 6 Monate Xbox PC-Pass oder so nennt sich das. Das ist das gleiche System. Auch Zugriff auf jede Menge Spiele für 6 Monate kostenlos. Ich glaube, danach kostet es 19,90 € oder sowas im Monat. Spitzhacke. Ich gucke mal, was da für Spiele bei sind. Ob da was Interessantes ist. Da hinten rennt wieder einer. Gucken wir, dass schon noch ein Häuschen da reinkommen, weil wir sind schon wieder bei 33 Minuten Aufnahmezeit. Oh, Häuschen ist gut. Ist das überhaupt ein Häuschen? Oder ist das nur eine Scheune? Ach, das sind nur Scheunen hier. Das ist kein Häuschen. Schuppen und Scheune oder hier. Da rennt einer. Da hinten rannte eben einer. Nagel. Ja, bei Gelegenheit müssen wir auch gleich anfangen, Nägel und so ein Kram zu sammeln, um dann vielleicht mal Fortifications für die Fenster zu bauen, um Fenster zu vernageln, wenn ich mich denn dann entschließen sollte, irgendwann. Wenn ich mich denn dann irgendwann mal entschließen sollte, eine Basis zu bauen. Also ich würde wahrscheinlich nicht bauen, ich würde wahrscheinlich ein Haus claimen. So, weil es aber ohnehin in 10 Minuten anfängt, hier am Server dunkel zu werden und weil das Video auch schon wieder 35 Minuten geht, würde ich an der Stelle dann für heute auch schon wieder Schluss machen. Nicht viel passiert. Wildschwein geschossen. Zum ersten Mal geschossen mit einer Schusswaffe. Ordentlich Punkte dafür wieder bekommen, klar. Weil wir können ja nichts.
vielleicht demnächst trotzdem ein bisschen mit Pfeil und Bogen Silent Killer machen. Schleichen und mit Bogen, dann haben wir nämlich den ersten Skill da voll. Dann sollte das Bogenschießen auch wieder noch besser funktionieren, ich weiß es nicht. Bin die ganze Zeit am Laufen und am Joggen, habe aber Kondition minus 1%, Geschicklichkeit minus 1%, aber die Werte, da wirkt sich das noch nicht drauf aus. Schleichen, ich bin noch nicht geschlichen, okay, geworfen habe ich auch noch nicht so viel. Na gut, wenn ich jetzt hier ein bisschen durch die Gegend schleiche, 72, 73, kann man also relativ schnell skillen, 614 Punkte. Da kann man auch relativ schnell Punkte für, genauso wie wenn man sich in einem Busch versteckt. Habe ich das schon gemacht, im Busch versteckt, Tarnung 3%, ja auch noch nicht so lange. Überlebenstraining, 42%, Aufmerksamkeit, Taktik haben wir noch nicht und Kochen 3%. Ja, das Kochen-Skillen ist jetzt extremst mühselig geworden. Gut, bedanke ich mich trotzdem mal wieder bei allen, die eingeschaltet und zugeschaut haben. Ich wünsche euch wie immer einen schönen guten Abend oder eine gute Nacht, schönen guten Morgen, Mahlzeit oder schönen guten Tag, je nachdem wann ihr das Video schaut. Gerne wieder Kommentare da lassen, gerne wieder Daumen da lassen, wer es zum ersten Mal guckt, gerne Abo da lassen. Anregungen sind erwünscht, soll Radio im Hintergrund laufen oder nicht, muss es lauter, muss es leiser. Ich finde es nur, ja, so kann man ein bisschen Musik im Hintergrund laufen haben, ohne dass ich irgendwelche Probleme habe mit Urheberrecht und weiß ich was auf YouTube und so, ne? Guti, loggen wir uns hier aus. Beim nächsten Mal versuche ich dann mal weiter südlich da, hier entweder da oder zur Fischfabrik. Fischfabrik, gut, müssen wir gucken, da gibt es halt Fische, ne? Da weiter rechts ist der Bunker, da geht es erstmal nicht hin. Hier unten gibt es nicht wirklich viel zu holen. Dann mal wirklich überlegen, vielleicht hier in der Stadt Brückno, wo wir vorhin waren, doch eine Base bauen und dann mal Airfield besuchen oder die Factory da oben oder noch weiter nach Norden durchschlagen, aber im Schneegebiet wollte ich eigentlich keine Base mehr haben. Habe ich auch lange Zeit gewohnt, aber ich quatsche schon wieder viel zu viel. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Chemie.